Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute bei einem neuen Squad-Builder-Battle im sogenannten Tauschmodus. Denn vor dem Spiel werden drei zufällige Profis zwischen den Teams ausgetauscht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel drei Bronzen in meinem Team habe, könnt ihr die vielleicht Heisen dann mit drin haben. Das hoffe ich zum Beispiel, Niklas, das geht ein Gummo. Hey Leute, was geht ab? Heisen heute mit am Start und ich habe Mbappé Ballon d'Or hier am Start. Ich werde ein freshes Team drumherum bauen und wenn ich ihn discarden muss, würde ich den Total Rush Mbappé kaufen. Yes, das gleiche ist bei mir mit Aitiana Bonmati. Die hat ja am Ballon d'Or gewonnen als Frau, deswegen ist es an der Stelle natürlich auch verdient und ich discarde dann, wenn die getroffen wird, auch die, die hat eine 92er oder 91er Special Card, dann werde ich diese Karte discarden, aber dadurch, dass es die gerade gibt, müssen wir die ausnutzen, das ist ja, denke ich mal, auch logisch. So Niklas, Ladies first, ich halt rein. Ich spiele extra Mbappé, weil die Wahrscheinlichkeit fast null ist, wenn ich diese Karte habe, dass ich verlieren werde. War es gerade eine Ansage oder was? Oh, okay, war das gerade eine Ansage oder was? War das gerade eine Ansage? Also die Karte ist wirklich crazy, ich habe die schon gespielt. Linker Flügel auf jeden Fall am Start, gehe ich mit der Reihe an. Ryan Cherky, der hat eine Road to the Knockout-Karte am Start. Okay. Ich hoffe, ey, du könntest ja Mbappé auch hart kriegen, ne? Im Tauschmodus. Stimmt! Ja, du könntest, deswegen habe ich ja das. Gerade ein. Ja, genau, sehr gut. Ja, wenn du mal Mbappé kriegst, dann sind die Karten ganz neu gemischt. Junge, let's go, man. Das könnte geil werden, das Gameplay, Freunde. Also, das wird super. Ja, rechter Flügel ist Ferran Torres. Sehr cool. Ja, Ferran Torres ist eventuell nicht aufgeschrieben. Ich bin mit Heung-Min Son und Ousmane Dembele gegangen, richtig, wovon ich jetzt wieder den ganzen Tag einen Ohrwurm haben werde. Niki, kannst du behalten. Danke dir, Bro. Danke. Sportfrei. Okay. Also, gehen wir mal. Was hast du überhaupt bei mir aufgeschrieben? Ich spiele 4-4-2, ne? EO Stürmer und den anderen Stürmer. Gut, Freunde, wir gehen rein und zwar mit zwei weiblichen Kolleginnen. Ne? Ich wollte genau einmal mit der Rodman gehen. Da habe ich nämlich von dem guten Phil SKS. Grüße gehen raus. Das ist unser Coach bei Wolfsburg. Der meinte, dass die halt, also Freunde, guckt euch die Stats an. Also muss ich noch was zu sagen. Geistkrank raus. Die Stats aber auch, wie gesagt, ganz gut. Und da Junge! Zwei. Max, Digga. Ey, nein, Freunde, Joke natürlich. Wird zu Max. Mit 94 Pace, also da kannst du dich freuen, sage ich mal so viel. Ich habe kein Mädel aufgeschrieben, deswegen passt. Okay, Leute, ich darf alles spielen, du darfst alles spielen bis jetzt. Ich gehe weiter ein. Mittlerer ZM, ich gehe mit einer Icon. Ich würde mit Veron gehen. Mittlerer ZM würde ich mit Dani Olmo gehen, wenn ich darf. Das ist ja halt so eine Team of the Week Karte am Start. Und daneben gehe ich, muss mal kurz gucken. Torre Albera, sag mal, bist du nicht halb Spanier oder was mit dir los hat? Ich weiß, Wahnsinn. Nee, bin ich nicht, aber Torre Albera ist eine Special. Also, ja, ich habe einen von dreien, wen willst du denn rausmachen? Torre Albera. Yes, nice, echt? Spaß, den kannst du behalten. Dani Olmo habe ich getroffen, kannst du den Keeper reinsetzen, deiner Wahl. Einen Bronze-Torhüter deiner Wahl und den werde ich wahrscheinlich auch noch im Tauschmodus kriegen. Das ist nämlich das andere, Freunde, weil wenn wir uns hier die Bronze wirklich reinschießen, dann kann man die auch, ja, ihr wisst Bescheid. Die habe ich gar nicht gefunden, die heißt Abelera. Sorry, Leute. Ich halt rein. Denn Dani Olmo auch noch bei mir im Zentrum, ne? Das nervt mich am meisten. Ja, Freunde, während ich jetzt den nächsten hier reinmache, könnt ihr nochmal ein kostenloses Follow bzw. Abo da lassen und natürlich einen Daumen nach oben bei 500 Likes. Nächste Tauschmodus mit Full. Boah, was wären heftig. Full Icons? Full Centurion Icons. Full Centurions Icon, Freunde. Genau da sehe ich mich auch. Für Alter! 5 Millionen Mindestpreis. Okay, also links wird's Esther. Esposito. Kennst du die? Ja, komm, jetzt machen wir. Eine Schauspielerin nehme ich. Dann rechts im ZM ist es Walsh. Vom FC Barcelona. Und du bist übrigens auch unten verlinkt, das wollte ich bloß kurz anmerken. Ne? Neben Esther Exposito, oder? Und, neben meinem Zweitkanal, Freunde, auch noch super Videos online. Komm, check das unbedingt ab. Und Bukayo Saka wird's recht. Also da habe ich auch schon meine drei Ligen voll, Mr. Niklas. Dann, ich habe nochmal Ferran Torres aufgeschrieben und Mauro. Ja, ich dachte, irgendwann spielst du den Ballett. Freunde, wir kommen zum rechten und linken Läufer, zu den AVs. Ich halte wie immer rein. Komm, links, ich bin gespannt. Ihr merkt ja, wir haben ein Centurion-Event, deswegen gehe ich, nicht mit der Karte. Ich gehe mit Bart. Bart Simpson oder was? Ja, Melvin. Melvin Bart. Okay. Und Rechtsverteidiger würde ich gehen mit Azpilicueta. Also nächste Total Rush Karte. Ja, kannst du haben. Also jetzt mal überlegt noch Navas. Ich habe erstmal Navas noch überlegt, aber ich dachte, das wird zu oft jetzt. Willst du mich knallen? Junge, Navas habe ich aufgeschrieben. Navas, ja, denn großer? Mann! Okay, ja, super. Okay, lass dich feiern da drüben. Ich will heute einfach nur ein Fullteam durchbringen und dann mit ein bisschen Glück irgendwie kriege ich keinen Bronze reingesetzt von Niklas da drüben. Also im Tauschmodus dann, wie gesagt. Also es könnte wirklich, stell dir vor, ich habe Fullteam und ich lass mich feiern und da auf einmal kriege ich den Bronze rein. Was denn dann? Ja, wäre schon lustig, komm. Ja, wäre
schon witzig, ne? Ich halt, komm, Rechtsverteidiger. Erste Mal, dass ich den überhaupt spiele, merken mittendrin. Maicon, Grüße gehen aus. Der hat mich mal ganz entspannte 550k gekostet. Da habe ich mich mal ein bisschen was, ja, Maicon, mal ein bisschen was kosten lassen, okay. Natürlich. Und Linksverteidiger, eine Icona von Cole. Da könntest du drauf gekommen sein, weil nämlich das, der ist für die Engländer super. Walker. Für die Engländer und Ona Battle für die Spanier und die Frauen. Jawohl, da bist du doch, Freunde, heute Fullteam. So, Freunde, es ist das große Finale. 2-1, nee, 1-0 aktuell für Max. Ja, ich tipp mal ein. Mach mal. Ich habe nochmal einen richtigen Banger hier am Start. Und auch eine teure Karte. Niklas, da ist ein rausgehauen. Geil, Mann. Geiler Joe. Deswegen schaut ihr die wirklich Videos, Freunde. Geil, Mann. So. Geiler Joe. Joe Mini, Don't Rush. Kostet eine 500.000. Okay. Rechter Innenverteidiger ist eine Frau. Das ist meine dritte Liga. Es ist Mbappé Leon. Im Tor habe ich Chevalier. Oh, Junge, nimm doch Nadine Angerer. Ja, Daniel Martinez, Spanier, hätte eine Special Card gehabt und dritten habe ich mir vergessen. Ich habe alles zugeklappt. Kannst weiten. Okay. Alle drei. Hast du Glück gehabt? Ja, hast du ein bisschen Glück gehabt, sage ich dir ehrlich. Oh, also jetzt könnt's krachen. Freunde, jetzt könnt und mit deinem Glück, sage ich dir ehrlich, kriegst du deinen Bronze auch noch rausgetauscht und kriegst die für Bonmati. Stell dir vor, Bronze Keeper gegen Bonmati getauscht in Game. Ich sag dir ehrlich, es kann echt sein, wenn einer von uns. Ich reise nach Kanada, wirklich. Ich reise nach Kanada persönlich, okay. IVs, bist du ready? Bin ready, Bro. Romero von Tottenham. Daneben ist es einmal der gute Mickey van de Ven, richtig geil. Typ, damals auch bei Wolfsburg gewesen und so weiter und so fort. Hat er den Pace-Rekord in der Premier League aufgestellt. Also, es ist völlig brutal, wie schnell. Echt? Und dann noch im Tor Robert Sanchez von Chelsea, damit der Spanier-Link dann das auch noch voll macht. Herzlichen Glückwunsch, du hast heute mal Fullteam gegen Gabriel Williamson und Berger. Auch möglich gewesen. Er war nie weg. Komm, okay. Niklas, ich würde sagen, wir laden uns ein und mal gucken, wer jetzt hier gleich einen MAP oder einen Bonmati getauscht bekommt, ne? Let's go. Oh nein. Oh. Mach mal, das ist okay, oder? Du hast meinen Cherki bekommen. Ja, und ich habe deinen Ferran Torres habe ich bekommen. Digga, ich habe meinen Con, ne? Du hast mein Con bekommen, Junge, du hast einen 550k okay. Und die Saka auch noch, okay. Ferran Torres sind kostenlos. Gut, kicken die Hunde, Niklas, jetzt wird's gottlos. Oh mein Gott, Junge! Das war, also ganz kurz, es war abseits, aber ich will's nur mal ganz kurz, ne? Also, hast du Angst? Und da bist du doch! Junge, was ist denn das für eine Hütte eigentlich? 1-0, Freunde, wir sind da. Geile Hütte, Bro. Trinity Rotten! Den Torjubel fand ich gut! Hast du gesehen? Den Torjubel! Da hat es mir komplett die Außen auseinandergenommen. Nein. Ey, Richter, das ist rot. Freunde, das ist glatt rot. Das ist glatt rot oder es ist glatt. Es ist glatt rot, meine Freunde, in der 15. Spielminute. Niklas, wie fühlt sich das an? Gib mal ganz kurz mir ein Status-Update. Ja, es ist so Quatsch, ne? Also, ich schwör's dir sogar. Ja, vom Bronze-Keeper wurde eingeholt. Ey, Freunde, die hat 94 Pace, die wurde gerade vom Bronze-Keeper eingeholt. Was ist das denn? Und Freunde, Alter, ich muss jemand taktisch umstellen. Nee, 2-0 in die, nicht Halbzeit, aber ins Spiel rein hier. Ist das ein Traum? Ist das ein Traum? Ey, das ist wirklich gar nicht so. Das ist ja wirklich blöd, mal hinten mit dem Bronze spielen, dann eine rote Karte, wie ich gefühlt jedes zweite Spiel und dann geht da nicht mehr viel, ne? Guck mal hier. Ja, komm, lass dich doch feiern mit deinem MAP. Sind immer noch 3 Discards, Freunde. Ich bin ja ganz entspannt. Die rote Karte ist schon mal ein garantierter und da kannst du auch tanzen oder kannst dir die Pose machen. Die kannst du auch in Real Life da gerade vor deinem PC machen. Das ist mir egal, Freunde. Komm. Yo. Oh, verkauft! Ja, und dann noch Red Time. Verkauft! Oh mein Gott! Sag's verkauft, ich treffe zweimal der Tackling richtig und das Red Time finishen, trotzdem geht er rein. Das Game ist einfach. Also, dein Keeper ist übrigens geisteskrank, wenn ich das mal so ganz kurz sagen darf. Hast du noch einen Silberkeeper gemacht, oder? Junge, ich kann. Junge, jetzt schenkt mir mein eigenes Hacker ein Tor ein. Hat das gerade doppelt gezählt? Warum steht hier 4-3? Ja, wegen Tauschspiele. Nein, Tauschspiele 10x2? Ja. Ey, ich glaub das nicht. Wie wurde ich denn hier gerade verarscht? Oh mein Gott, das hätte der mal 2 Discard noch sein können, aber trotzdem 4-3 Auswärtssieg, Freunde! Da bist du doch! Mit roter Karte 2 Discards. Okay, Bro, ich hab umgestellt. Ich mach nochmal so und ich mach nochmal so.
Also, Mbappé ist, glaube ich, 5,4 Millionen wert, also Total Rush Karte, das wäre heftigster. Tchouaméni kostet eine halbe, Cherki kostet 400k, also Cherki durfte ich nicht mal spielen, das wäre natürlich super bitter. Erzähl mal. Okay, also ich nehme erstmal deinen Torhüter weg, den also direkt mal, damit du jetzt keine Faxen machen kannst. Und welche Form hast du? 4-3 oder so, ne? Ja, ein Discard hast du jetzt noch, jetzt kommt die rote Karte sozusagen. Genau, die rote Karte, die war auch wirklich herrlich. War doof von mir, ich hätte einfach das Tor. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, das, okay. Und dann nehme ich noch den mittleren, also den Mittelpunkt da dieses vom Mittelfeld. Also mittlerer ZM, da hast du nicht gesehen. Das Mittel. Max, also du bist mir ein bisschen leid, Bro. Du hast getroffen, Bronze Keeper, Lansing und Chevalier in Form. Quicksellig, Bro. 10k Discard. Aua! Oder wo stand MAP? Sturm? Linker Flügel. Tchouaméni Stürmer. Cherki rechter Flügel. Teuer wäre noch gewesen. Ferran Torres LV wäre noch was Geiles gewesen. Und Veron LV. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welche Position ich als nächstes karten soll. Also ich nehme die Kommentare mit ins Video, weil ich das geht nicht mehr. Das ist ja geisteskrank. Was, wie kann man denn so Pech haben, Junge? Perfekt. Freunde, wisst ihr was? An der Stelle lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Checkt den zweiten Channel ab. Checkt den Neben ab. Checkt Niklas ab. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video rein. Und ciao, ciao. Tschüss. We'll be right back.